So, es ist wieder ein Angriff. Diesmal müssen sie als Amis ran und haben nur zwei Seiten. Naja, hätten sie jetzt hart auf die Mütze bekommen, hätte ich jetzt nicht mehr gespielt. Ganz einfach, weil es einfach keinen Sinn macht. Ja, aber dadurch, dass Alpha und Kirxi gleich rübergegangen sind, obwohl es eigentlich wer anders geplant ist. Diesmal hätten sie es ja wenigstens probieren können. Die sind jetzt drüben geblieben, weil sie gesagt haben, hey, wir können gegen Roland spielen. Und B, naja, komm, das war ja eben eigentlich von der Teamaufteilung nicht schlecht. Ja, da ist was dran. Wenn es die beiden Punkte geben, gleichmäßig. Kann ich jetzt nicht einschätzen, wer wo ist. Monte ist drüben. Oberst. Dann kommt Alpha von der Ecke. Herzlichen Glückwunsch, ja. Oberst, da kam er sofort angedüst, der Junge. Aber diesmal hat er das Problem gehabt, was ich oft habe, dass ein zweiter da ist. Ja? Ah. Da fehlt er ein bisschen. Steht genau in der Dings drin. Verhext. Ja, ich muss jetzt auf einen zugehen. Jetzt ist er da. B haben sie jetzt. Jetzt muss er Druck machen, wenigstens auf einen der beiden Punkte. Drüber. Das ist jetzt schlecht. Natürlich sofort One-Shot. Das ist. Ich will einfach auch genau den Panzer, den der auch hat. Und bei mir soll auch jeder Schuss One-Shot sein. Jeder Schuss, den ich abfeuere mit dem Panzer, egal wo ich treffe, soll One-Shot sein. Genau wie bei anderen. Ich will doch nichts irgendwie haben, ne? Irgendwas Besonderes. Ja, das war jetzt Selbstmord. Die anderen campen zu gut draußen und warten, dass was passiert. Du kommst ja nicht mehr durch. Es sind ja wieder. Ja? Ich fahre jetzt noch einmal von rechts an. Kann ich nicht da drüber ziehen. Ich kann gar keinen Befehl geben, warum weiß ich nicht. Jetzt geht's. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Jetzt brauche ich den Wagen nicht mehr holen. Ich sag dazu nichts mehr. Das ist ehrlich, das ist echt schon. Das hat Oberstausmaße. Wissen macht wieder einen klasse Job. Ohne den würde hier einiges nicht laufen. Leck mich.
der Entfernung. Danke, Halle. Das Monte jetzt gewesen wäre, aber ich habe es ja erkannt, das konnte er nicht gewesen sein. Ja. Nichts zu machen. Ich würde ja gerne mal im Befreiungsschlag landen, aber ich bin heute wirklich zu lahmarschig. Reaktionszeit ist wirklich unterirdisch. Aber das ist das Schöne, wenn du weißt, es liegt nicht daran, dass du schlecht bist, sondern einfach nur, dass du heute nicht kannst. Ist einfach ein Tick zu langsam. Ja, keine Ahnung. Also von die wissen wieder Sachen und kommen von Positionen, wo unmöglich einer kommt. Wirklich unmögliche Sachen wieder. Es ist der Hammer. Mal ganz schnell wieder von der Seite angerückt. Kein Problem. Ja. Mit zwei Leuten hier an. Natürlich wartest du jetzt ab. Natürlich, von zwei Leuten gleichzeitig wieder erschossen. Ja, Panzer ziehen, hinten hinstellen, KD farmen. Ja. Kannst du ja nicht mehr anders. Du hast ja keine Chance mehr. Das ist lächerlich. Jedes Mal greifst du einen Punkt an und erwarten dann schon. Na? Eigentlich sollten wir heute 2 dagegen 1000 spielen, aber anscheinend spielen wir hier wirklich komplett gebalanced. Alle müssen bei mir im Team sein, damit das hier ausgeglichen ist. Monte gewesen. Wieso wird immer gleich auf mich geschossen? Stellung halten. Was war auch noch hinter mir? Gehe ich jedenfalls stark von aus. Nee, das war der Chefy. Ja, ich könnte jetzt hier Panzer spammen ohne Ende. Ja. YOLO. Ich wollte schon sagen, einmal am Tag muss das ja auch mal gelingen.
Kann das sein? Oh, Gelände sichern. Du wirst mir ja nicht hinterhergegangen sein, ne? Das traust du dich nicht. Freunde, ich hab Zeit. Ja auch. Ja, dann tust du auch nichts, ne? Vier Leute, ich spiele jetzt voll auf Zeit. Na? Ich hab Zeit. Ich auch. Ich höre euch alle bei der Treppe. Komm schon, ich will auch mal campen. Schön in der Ecke stehen und warten. Ah, weil ich hätte eigentlich unten auf ihn zugehen müssen, hätte den Punkt gleich unter Druck setzen und so weiter. Jetzt stehen vier Leute hier. Aber wahrscheinlich sind das alles Bots. Ja. Keiner kommt. Vielleicht werde ich von hinten erschossen, ich weiß es. Wer hat sich denn jetzt da so feige aus dem Staub gemacht? Das war nicht Obers. Einmal gecampt. Wie ein Mann. In der Ecke. Er hat gedacht, ich bin oben geblieben. Zurück. Jetzt heißt es laufen, Chefi. Bin abgeschossen. Hey Monte! Monte durfte mich auch mal erschießen. Ich hab jetzt gerade eben schon gehabt. Schießt du jetzt Monte von hinten? Du schießt jetzt Monte von hinten, bestimmt. Nein, war nicht. Hätte ich nach rechts gehen müssen. Jetzt haben sie das Gewinn so auf. Weil wir die Teamaufteilung so gelassen haben und die jetzt auch von Anfang an dabei waren. Da haben sie dann auch mal. Herzlichen Glückwunsch, Wahnsinn. Also er freut sich immer wie ein Held. Jetzt habe ich ihn einmal campen deine Ecke erwischt. Weißt du, erwische ich ihn einmal irgendwie von hinten. Ja? Was dann durchaus auch mal passieren kann, wenn man irgendwo im Gebäude steht, dass dann einer mal von hinten rankommt. Und eben gerade den Zweikampf hat er Glück gewonnen. Weil überragend war das auch nicht mit der M2. Ja. Konnte nicht mehr. Er hat ein bisschen was von mir gekriegt, ein bisschen was von dem anderen. Das ist ein Getümmel auf dem Platz, das ist unglaublich.
Oh, da hinten. Na, Monte. Kommst nicht hinterher, ne? Jo, Monte hat sich jetzt gerade nicht nur wieder so eine schwule Wurfmine. Der war, wenn der so gewollt war, der Kopfschuss, war der echt gut. Ja, ich bezweifle zwar, aber er war nicht schlecht. Ja, weil auf der Position den direkt zu erwischen, ist schon kräftig, deftig, würzig gut, ne? Mit Pommersche und so weiter. Da will ich jetzt gerne mal durchfahren. Komm, Schorli, wir machen jetzt die Brigade von hinten. Elegant. Hast du einen Bot? Weltklasse ausgewichen Bot. Zwei gegen einen neutral gekriegt haben wir's. 3 gegen 1. 2 gegen 6. 1 gegen 6, 1 gegen 7, das war's für mich. 1 gegen 8. 2 Seitenverteidigung und das mit. Keine Kunst! Keine Kunst! Das hätte man sich sparen können! Ja? 1 gegen 8 oder 9 oder 10, was das waren. Keine Kunst. Ja, geh ich woanders lang. Will er nicht. Ein Bot sein, also kein Bot sein können. Vergiss es, jetzt kommst du durch die Tür nicht mehr rein. Natürlich! Wirklich extreme Drehgeschwindigkeit von diesem Turm. Wow! So einen Turm wünsche ich mir auch. Ja? Der sich instant umdreht. Wirklich ohne großartige Probleme. Ja, weil ich Entschuldigung, ich hab dich gerade nicht gesehen. Macht keinen Schaden. Macht keinen Schaden. Oh, jetzt habe ich fast. Oder Schorli? Schorli, ich hab dir eine Wurfmine ins Gesicht geworfen. Wem wird der Lux beschossen? Nehmen kurz Deckung. Natürlich, auf 10.000 Kilometer. Warte mal, bis der Lux fit ist. Du hast da keine Deckung, ne? Durch. Ja, jetzt bin ich tot. Jetzt kommt Oberst und zwar von links oder von oben. Absolute Todeszone. Ja. Woher wusste ich das, ne? Woher wusste ich das? Ich wusste, dass er davon, ne? Er konnte von irgendwo anders kommen.
war da oben, war klar. Jetzt hat Monte mal Glück gehabt, aber dafür habe ich noch einen anderen bekommen. Also so oder so. Wenn die gerade unseren Spawn belagern, fahre ich auch nochmal mit dem Panzer raus. Und egal was ist, das war's für dich. Hinten in die Halle reingelaufen. Irgendwie hat er doch hinten gerade geschossen. Wie hat er das denn jetzt gemacht? Da muss ich ihn nachher mal fragen. Mal direkt aussteigen. Wer schießt denn hier? Gecampt. Und du wirst durch die Treppe aus 10.000 Kilometer Entfernung erschossen. Das ist aus dem Winkel, da will ich mal jemanden sehen, der den abknallt. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, mich da zu treffen in der Bewegung. Der muss ja wieder stundenlang gezielt haben, der Junge. Ja? Ist ja wieder... Ja? Schon mal gar nicht. Ich könnte Scheiße spielen. Hä? Ich könnte ohne Waffe hier rumlaufen. Wäre trotzdem immer noch auf dem Feld mit dabei. YOLO, renn in den Club. Einfach mal probieren. Mal durchrennen. Zack, neutralisiert. Zeit. Ziehen wir uns heute mal nach hier zurück. Wir gucken, ob die jetzt noch bei A rankommen. Wollen wir mal den Supermove probieren? Von den Fenstern runter. Der Arme. Ah, ich hätte vielleicht doch... Obwohl, ich war eigentlich gar nicht schlecht. Die anderen kamen zu spät hier rein, beziehungsweise... Natürlich! Jawohl, Alter, sie stehen immer... Hä? Das probiere ich aus. Das muss ich ausprobieren. Einfach Richtung eigener Basis immer gucken und mal gucken, ob ich dann jemanden erwische. Wie viele Leute ich da erschieße. Ich komme da raus, zack, Headshot. Der muss also schon gezielt haben und darauf gewartet haben, dass ich da jetzt rauskomme. Das ist der Wahnsinn.
Tat ganz ungern. Oh, 100 Bots. Auch schon wieder einer mit dem Gewehr. Der könnte bitter sein. Das ist nur ein Bot, den müssen wir nicht erschießen. So, wenn wir reingehen, müssen wir jetzt versuchen zu bleiben. Der tot umgefallen? Sind alle. Wo sind denn alle Bots auf einmal hin? Scheiße, wieder keine. Ich muss suchen, komm. Klasse, oben. Oben einer. Jetzt muss ich aber bewegen. Einer kommt runter. Einer hinten. Nein, das war's. So eine Automatik gehabt, jetzt bin ich locker einen Platz gemacht. Der ist dumm gelaufen. Oder er macht es im zweiten Anlauf. Keine Ahnung, wo er jetzt so schnell herkommt. Die müssen ja ein APC dazu zu stehen haben, sonst wird das ja nichts. Zwei Leute. Natürlich kommt er nicht mit. Zwei Bots, drei Bots, sechs Bots. Ich kann ja nicht anfangen, die ganze Zeit auf Bots zu schießen. Die Nummer funktioniert nicht. Eins gegen vier. Drei, alles Bots. Rausgelaufen, drei Bots sind reingekommen. Und zack, Headshot. Kein Problem. Aber wirklich alles Scharfschützen. Es müssen wirklich alle rüberkommen. Wir haben sonst keine Chance, da mal wirklich relativ easy mal so ein Spiel zu gewinnen. Nee. Das ist ein Kampf ohne Ende. Alle treffen nicht. Jetzt zieht zuerst den Bot ab. Das hat ihm das Aluminium im Arsch. Ah ne, hier war's bei mir. Da war sie keiner. Dieses scheiß Aluminium ist so 50-50. So 2019. Jetzt kommen wir mit aller Macht gerade. Natürlich, ohne Probleme. Aber wirklich, die haben sich wirklich die Besten der Besten eingeladen. Ja? Aber wirklich die Besten der Besten sich geholt. Also mit dem Gewehr so erstmal zu spielen, das ist, muss man schon ein bisschen was drauf haben für. Ja, so oft wie der mich jetzt weggeholt hat, kann ja nicht immer Zufall sein. Ja, spielentscheidend, genau im richtigen Moment erschossen.
Ich hab's nicht mehr geschafft. Alle aufgeräumt. Ja, verloren. Wir müssen geschlossen als Einheit spielen, damit wir ein Stage Battle gewinnen können. Sonst kannst du es vergessen, ne? Ich sag ja, wir hatten jetzt eben gerade einmal Glück, weil die anderen zwei zu spät drinne waren. Ne? Aber ne? Die anderen waren jetzt auch noch ziemlich gut mit dabei. Gewinnst du nicht. Keine Chance.